Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier am Stand der DVV Media Group zu unserem zweiten Talk an diesem wunderbaren IAA-Tag auf dem roten Sofa der DVZ. Wir haben uns für dieses Sofa ein besonderes Thema herausgesucht und ein besonderes Thema erfordert natürlich auch ein bisschen mehr Expertise. Deshalb ist es kein Einzelgespräch wie üblich, sondern eine Dreierrunde hier. Unser Thema ist der Gas-LKW, die Möglichkeiten, die sich da bieten. Das Ganze ist leider so ein bisschen im Hintertreffen gelandet im Zuge dieser ganzen Euro 6 Motoren-Präsentation. Aber wir wollen das Thema angehen und mal schauen, was man damit alles anstellen kann. Ich begrüße dazu hier auf dem roten Sofa außen Herrn Bernhard Bayer. Sie sind Technikchef beim Trailerhersteller Gögel, der eine ganz pfiffige Idee in Sachen CNG-Trailer auf die Beine gestellt hat. Und dann zu meiner Rechten Friedrich Lesche. Sie sind Produktchef von Iveco und auch zuständig für die Entwicklung der Gas-LKW-Baureihe. Und lassen Sie uns doch gleich einfach mal einsteigen. Ich möchte dem Publikum die drei wesentlichen Faktoren der beiden Fahrzeuge mal kurz skizzieren. Wollen wir mit Ihnen anfangen, Herr Lesche? Die drei wesentlichen Punkte, die einen Gas-LKW ausmachen. Ja, gerne. Die drei wesentlichen Punkte lassen sich im Betrieb der Gasfahrzeuge derzeit darstellen als äußerst umweltfreundlich in Bezug auf Emissionen, auf Geräuschemissionen, auf Partikelemissionen. Wir sind dort immer ganz oben dran an den jeweiligen Grenzwerten der Euronormen. Und das bringt uns natürlich vor allem in dem Transport innerstädtisch, Verteilerverkehr, kleine, große Fahrzeuge nach vorne, ist sehr interessant für unsere Unternehmer. Und zum Zweiten haben wir natürlich auch die Kostensituation, die berühmte Total Cost of Ownership Betrachtung. Man muss sie genau anschauen, aber derzeitig ist natürlich der große Preisunterschied zwischen dem Dieselkraftstoff und dem Erdgas ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der die Amortisation solcher Fahrzeuge vorantreibt. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen wir zu der gezogenen Einheit, mit der Unternehmer ja auch sein Geld verdienen soll. Sagen Sie, Herr Bayer, die wesentlichen drei Fakten zu dem Fahrzeug, welche sind das? Die wesentlichen Fakten zu dem Fahrzeug sind, dass wir die Reichweite erhöhen wollen. Das ist das Hauptmerkmal, was wir dazu haben. Die CO2-Reduzierung dadurch reduzieren können, den Motorwagenhersteller dadurch unterstützen und auch den Endanwender dadurch die Möglichkeit geben, das Fahrzeug nicht nur im Nahverkehr, sondern auch im regionalen oder überregionalen Verkehr einzusetzen. Ich habe mir die Lösung ja angeschaut. Also Sie haben einen Curtainsider aufgebaut mit den Gasmodulen mittig angebracht unter Flur. Das heißt, das Ladevolumen wird nicht beeinträchtigt. Ist das jetzt die einzige Möglichkeit, die Sie ins Auge fassen, also einen ganz normalen Curtainsider für General Cargo, oder können Sie sich das auch beim Mega-Auflieger oder einem Kühlkoffer vorstellen? Nein, wir können uns das durchaus vorstellen, dass man die Palette erweitern. Deswegen ist es auch ein modularer Aufbau. Wir haben ganz gezielt, nutzen wir den Freiraum, den toten Raum im Trailer für diese Unterbringung von den Speichereinheiten. Ob es am Ende dann ein Sattelfahrzeug, ein Kühlfahrzeug oder vielleicht ein Kippfahrzeug wird, lassen wir dahingestellt. Ich würde sagen, es ist für alles offen. Kommen wir auf das Thema, was viele Menschen auch bewegt, wenn sie das Thema Gasfahrzeug hören. Es hat sich zwar bei Pkw und bei Bussen längst etabliert, aber bei einem Lkw kommt immer wieder das Thema auf Sicherheit. Wie sicher sind denn eigentlich Lkw-Lastzüge, die mit Gastanks ausgestattet sind, Herr Lesche? Es gibt dort überhaupt kein Gefahrenpotenzial, das von anderen Fahrzeugen abweichen würde. Die Tests und die Prüfungen, die man nachweisen muss, um solche Fahrzeuge in Verkehr bringen zu können, sind natürlich sehr streng, das ist klar, aber die müssen alle geprüft, nachgewiesen werden, und damit ist das Thema eigentlich für uns überhaupt kein Problem. Auch unsere Kunden, die diese Fahrzeuge fahren, haben damit überhaupt keine Probleme, auch nicht bei deren Kunden. Die Information darüber ist wichtig, das Handling, das ein klein wenig abweicht vom Dieselhandling sozusagen, das muss man
in kurzer Zeit sich verinnerlichen und dann ist das Thema überhaupt kein unterschiedlicher für den Fahrer zum herkömmlichen Dieselwagen. Wir haben dort überhaupt keinerlei nachteilige Meinungen, Erfahrungen unserer Kunden sammeln können, die gesagt haben, Gas tanken, Gas fahren, CNG fahren ist ein Thema, das bei deren Kunden nicht angenommen wird. Herr Bayer, wie sieht das denn aus, wenn ich natürlich einen Trailer ziehe, stelle ich den irgendwann mal ab? Und wenn natürlich der Gastank noch nicht ganz leer ist, besteht da irgendein Potenzial, dass eine Gefährdung entstehen könnte? Oder gibt es da Sicherheitssysteme, die rechtzeitig eingreifen, falls mal irgendetwas im Argen liegen sollte? Wie der Herr Lesche schon formuliert hat, ist ja Gas nicht nur durch Reglements beschränkt oder wird gesichert, sondern hier ist es auch das Thema, dass Gas ja in der Bevölkerung auch als sensibles Medium gehandelt wird. Deswegen haben wir hier sehr viel Augenmerk darauf gelegt, was können wir tun, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, dass hier nicht zu einer Falschbenutzung oder Einwirkung oder Fremdeinwirkung kommen kann. Aus unserer Sicht und auch aus den Prüfbehörden besteht hier keine Gefahr, weil wirklich das System mehrfach abgesichert ist, dass es wirklich von außen nicht willkürlich beschädigt oder benutzt werden kann. Also das Thema Sicherheit spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das Ganze sind bewährte Systeme. Da muss sich der Unternehmer keine Gedanken zu machen. Worüber sich aber jeder Unternehmer Gedanken machen muss, das ist die Kostenentwicklung bei den Dieselkraftstoff und dass die Kostenschere immer größer wird, auch zwischen Gaspreis und Dieselpreis. Kann man da eigentlich schon mal beziffern, wie sich ein Kostenvorteil darstellen würde pro Kilometer bei dem Fahrzeug, Herr Lesche? Unsere Erfahrungen, die wir derzeit machen im nationalen Fernverkehr oder auch im Verteilerverkehr bei Schwer-Lkw, gehen in eine Größenordnung von 12 bis 15 Euro pro 100 Kilometer als Kostenvorteil gegenüber dem Dieselfahrzeug. Dem Ganzen steht ja dann auch Kostenkomponente gegenüber für das Investment in die Technologie. Ich weiß, im Moment laufen Prototypen, da kann man natürlich noch wenig zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass im stillen Kämmerchen auch schon mal jemand darüber nachgedacht hat, wie könnte man das Ganze einpreisen. Deshalb erstmal meine Frage an Sie, Herr Bayer, was würde es kosten, einen CNG-Trailer zu kaufen? Und dann geht die Frage gleich an Sie, Herr Lesche. Wie schon formuliert, wir sind im Prototypenstatus, da ist es ziemlich schwierig, das zu bewerten, wo wird ein Serienpreis liegen. Auch für uns als Trailerhersteller ist es ziemlich schwierig zu bewerten, wann amortisiert sie das, wie amortisiert sie das, weil es ist der große Einflussfaktor daran an unserem System ist die Zugmaschine. Was verbraucht die? Wie ist das Einsatzspektrum? Welche Strecke wird gefahren? Da tun wir uns ziemlich schwer, hier Aussagen zu treffen. Unser Augenmerk liegt hier wirklich darauf, den CNG die Chance zu geben, nicht nur im Nahverkehr eingesetzt zu werden, sondern auch im Fernverkehr und die Reichweite zu erhöhen. Das ist unser Ansatz hier. Wie sich das amortisiert, sind alles wirklich Grobabschätzungen, was wir hier nur tätigen können. Es müsste doch aber eigentlich... Wir kennen ja die Dieselpreisentwicklung. Es müsste doch schon Erwartungen und Modelle geben, dass man sagt, gut, das Fahrzeug kostet so und so viel, zumindest die Zugmaschine. Da können wir also sagen, das amortisiert sich im Laufe von ein oder zwei Jahren. Kann man das sagen, Herr Lesche? Ein oder zwei Jahre sind dort ein wenig kurz gegriffen. Wir reden von 30.000 bis 35.000 Euro Differenzpreis zum Dieselfahrzeug, heute auf Euro 5 Basis. Die Laufleistung ist natürlich genau der Schlüssel, um die Amortisationszeit möglichst kurz zu halten. Mhm. Und dort unterstützen Systeme wie das, das die Firma Kögel hier anbietet, um natürlich die Fahrzeuge auch wirklich im nationalen Fernverkehr einsetzen zu können. Mhm. Wenn Sie 100.000 Kilometer im Jahr zurücklegen, dann gehen wir mal davon aus, dass Sie in 3,5 Jahren eigentlich Ihre Mehrkosten amortisiert haben. Ja, also die Fahrzeuge müssen A, laufen, also aber ganz normal beim Nutzfahrzeug, und Sie müssen es auch sinnvollerweise 60 Monate und länger nutzen, das Fahrzeug.
Grundsätzlich laufen die bisher eingesetzten Gas-Lkw im Verteilerverkehr. Die Reichweiten sind ja noch nicht ganz so groß. Also bei CNG liegt die Hausnummer bei etwa 350, 400 Kilometern. Bei LNG ist es etwas höher. Aber das Thema Reichweite ist natürlich schon für einen Unternehmer auch ganz, ganz wichtig. Denn jede Standzeit bedeutet für ihn halt Verlust. Wie waren denn jetzt die Ergebnisse bei dem aktuell gelaufenen LNG-Versuch von Hellmann? Welche Reichweiten waren das? Die Firma Hellmann hat das Fahrzeug in einem Zweischichtbetrieb eingesetzt und es hat jeden Tag ca. 1000 Kilometer zurückgelegt. Mhm. Wir sind dort ausschließlich mit der LNG-Komponente gefahren. Das Fahrzeug hat also einen LNG-Tank und einen CNG-Tank. Mhm. Der CNG-Tank dient eigentlich als, ich sag mal, Ersatzkanister. Für LNG gibt es keine Infrastruktur, für CNG haben wir mehr als 900 Tankstellen in Deutschland. Wir haben also dort die Möglichkeit, in jedem Fall uns weiter zu retten, sollte das LNG mal zur Neige gehen. Wir sind also nur mit LNG gefahren, ein Tankvorgang beim Schichtwechsel war vorgesehen und damit konnten wir eben diese täglichen 1000 Kilometer, die das Fahrzeug gefahren ist, problemlos mit LNG zurücklegen. Und hatten eigentlich in der Anwendung und auch im Betrieb dort keinerlei Probleme. Das Fahrzeug war eingesetzt im ganz normalen Verkehr dort. Dennoch, mehr Reichweite ist ja doch ganz charmant. Was kann ein Gaslastzug denn bewältigen, wenn er mit einem entsprechenden Trailer ausgestattet ist, Herr Bayer? Wie weit kommt der dann? Also wenn wir uns an die Werte anlegen von der Firma Iveco, kommen wir in einer vollen Ausbaustufe über 1000 Kilometer, was er mit einer Füllung fahren könnte. Wir setzen hier auf unterschiedlichen Modulbauweisen, dass wirklich der Fahrer oder der Spediteur oder der, was das Fahrzeug dann einsetzen wird, hier unterschiedlichste Volumengrößen in das Fahrzeug einbauen könnte. Hintergrund ist, wenn ich was zusätzlich einbaue, generiere ich automatisch zusätzliches Gewicht. Gewicht führt auch wieder zu einem negativen Effekt, deswegen haben wir das in einer Modulbauweise aufgesetzt, wo man wirklich gezielt für den Einsatzbereich eine Kombination herstellen können. Wir haben ja eben gerade schon ein bisschen was über LNG gehört. LNG ist ja im Handling deutlich anders anzugehen als CNG, denn das Gas wird dabei sehr stark gekühlt, um überhaupt flüssig werden zu können. Herr Bayer, haben Sie schon darüber nachgedacht, neben CNG-Trailern auch mal einen LNG-Trailer aufzubauen? Also die Ansätze sind da, die Gedanken sind da. Ich würde mal sagen, es ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Es gibt schon beim CNG große Hürden zu überwinden, die was wir zum Teil geschafft haben. Beim LNG sind die Hürden noch mal höher. Wir kämpfen derzeit mit einem Hauptproblem. Das ist, was passiert mit dem Fahrzeug, wenn ich das halb befüllt, voll befüllt, dreiviertel befüllt abstelle und lasse das über einen längeren Zeitraum stehen? Wie kann ich es gewährleisten, dass zum einen das Fahrzeug nicht nach 3 Wochen leer ist, weil es durch die Erwärmung automatisch das Methan ablassen muss, weil ansonsten ein Überdruck entsteht? Wie kann ich das kompensieren, wie kann ich das handeln, wie kann ich das Umfeld sichern dazu? Weil man muss sich das vorstellen, kommt eine Erwärmung, Ventil macht auf, bläst ab, Fahrzeug steht irgendwo im Gefahrenbereich, was kann passieren? Das ist ein Punkt, wo wir zurzeit schwere Diskussionen führen, auch mit den Genehmigungsbehörden. Was das Ende vom Lied sein wird, ich kann es Ihnen derzeit nicht sagen. Herr Lesche, wie hat sich das denn in der Praxis bei dem Hellmann-Versuch dargestellt? Gab es da Probleme? Ich meine, die Fahrzeuge hatten ja auch einen Tank, der mit LNG bestückt war. Ja, wir haben an diesem Fahrzeug einen LNG-Tank und einen CNG-Tank und wir hatten im Prinzip die Möglichkeit geschaffen, theoretisch abblasendes LNG in die CNG-Komponente hineinzuspeichern. Mhm. Insofern ist es eigentlich ein geschlossenes System. Aber aufgrund des Einsatzes dort beim Kunden ist das Fahrzeug natürlich gar nicht in diese Situation gekommen. Ja. Der ist eigentlich rund um die Uhr gelaufen, der Wagen, und da war das Thema überhaupt gar nicht auf der Tagesordnung. Ein
anderer Punkt, der sicherlich die Fuhrunternehmer interessiert, ist natürlich, wenn ich eine Kombination aus Gastrailer und Gas-Lkw fahre, dann muss ich die auch immer zusammenlassen. Das heißt, egal wo ich bin, diese Fahrzeuge sind miteinander verheiratet, egal ob der Trailer dann für den Einsatzzweck auch geeignet ist, wird das nicht ein großer Knackpunkt sein, dann das System überhaupt zu promoten, Herr Bayer? Also theoretisch wäre unser Trailer auch ohne Gaszugmaschine verwendbar, weil das Fahrzeug ist ein Standardfahrzeug, wie es heute zu Tausenden oder Hunderttausendfach auf der Straße läuft. Die Thematik, was ich drin sehe, ist im Endeffekt, was die Gefahrengutverordnung betrifft, und zwar, wie wird das Fahrzeug gehandelt, wenn es abgestellt wird und in der Speichereinheit noch Gas vorhanden ist. Das ist ein Punkt, der was derzeit noch geklärt werden muss. Wenn das Fahrzeug immer kombiniert ist, spielt es keine Rolle. Ja, meine Herren, ich habe noch eine letzte Frage. Also aus unserem Vorgespräch habe ich ja schon ein bisschen rausgehört. Sie würden ja ganz gerne mal zusammen einen Lastzug auf die Reise schicken. Können wir da in nächster Zeit dann mit etwas rechnen? Ja, in jedem Fall. Wir stimmen uns gerade ab. Wir werden auch unsere Zugmaschine in der Art umrüsten oder nachrüsten, dass wir die CEG-Anlage hier auf dem Kögelauflieger nutzen können. Und sobald wir fertig sind, was in den nächsten Wochen passieren wird, ist also nicht wirklich ein großer Aufwand, werden wir auch mit diesem Komplettzug unsere ersten Versuche machen, denke ich. Absolut, absolut. Ich stimme Herrn Lesche zu. Das ist für uns ein ganz wichtiger Meilenstein, einfach um dem Kunden zu zeigen, dass das System alltagstauglich ist, dass es sicher ist vor allem, ihm die Angst zu nehmen, dass das System zu betreiben ist und dass es in der Kombination für den Anwender am Ende eine Kostenreduzierung darstellen wird. Meine Herren und auch meine Damen und Herren zu Hause, wir werden natürlich an diesem Versuch mit der DVZ teilnehmen. Wir werden ihn begleiten, wir werden schauen, was ist möglich, wie geht das Ganze aus und werden dann natürlich auch zeitnah dazu berichten. Ihnen möchte ich erstmal an dieser Stelle danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Messegetriebe bei uns auf dem Stand vorbeizukommen. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen heute noch einen etwas entspannteren Tag und eine gute Zeit noch hier. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.